Herzlich willkommen zurück, schön, dass wir da seid. Ich bin's, euer Sly und oh, wir haben so viel gelernt in der letzten Folge. Oh mein Gott, und ich muss da nochmal rein, ne? Ich war in dieser Schmiede, ich will wissen, was in dieser Schmiede steht. Und ich hatte eben so wie der einen oder anderen Folge festgestellt, ein, zwei kleine Müdechen gehen, ja? Darum gibt's jetzt erstmal schönes Käffchen. Hm. Aus meiner frisch grundgereinigten, entkalkten und durchgespülten Kaffee-Vollautomaten. Hm. Alle paar Wochen muss der einmal vernünftig, also mache ich den einmal vernünftig sauber, weil Kaffeereste etc. pp. Ihr kennt das jetzt nicht an. Versiffter Geschmack, vielleicht Schimmel etc. will man alles nicht. So. Also, erstmal ab ins Raumschiff. Ich wette, wir haben noch so viel auf diesem Planeten zu entdecken, aber anderes Thema. Und holla die Waldfee. Wir, da haben sich jetzt nicht Welten aufgetan in meinem Informationsboard. Ah! Zwei Stück, okay. Entwürfe für die Zwillingstürme von Zwillingsasche. Mhm. Den habe ich gar nicht gesehen. Jeder Turm bobt zum anderen Planeten, obwohl die Mai sowohl darauf hinweisen können, dass die Sonne eigentlich gar kein Planet ist. Jeder Turm, das hatten wir aber doch schon mal. Guck mal, hier gibt es noch immer was zu entdecken. Schwarzlochschmiede. Alle Warp-Türme wurden auf Zwillingsasche errichtet, während die sechs Warp-Empfänger an verschiedene Standorte gebaut wurden. Okay, Zwillingsasche ist also der Hauptverteiler. Das haben wir ja schon festgestellt. Ein Diagramm. Du willst ins Fernsehen, Kater? Seriously? Ach, du gehst jetzt hier vorne lang, nicht mehr durchs Bild. Das weiß ich sehr zu schätzen. Dankeschön. Mein Kater kommt hier gerade lang und beschließt... einfach hier rüber herzuwandern. Interessant. Okay, tu Kater-Dinge. Hm. Ein Diagramm, das den Ausrichtungswinkel zwischen einem Warpturm und seinem entsprechenden Himmelskörper darstellt. Aha. Gibt's noch mehr zu entdecken? Ja, das ist mir schon klar. Oh, hier. Die Nummer reist uns zu diesem Sternsystem, um seinem Gnade zu folgen, das älter ist als das Universum selbst. Ja, was machen wir? Es gibt hier noch mehr zu entdecken. Ja, holy fuck, werden wir natürlich dahin reisen. Das steht außer Frage. Wir wissen auch, dass wir diesmal über den Südpol technisch reinkommen. Ich werde natürlich versuchen, wieder mit dem Raumschiff so nah wie möglich da an der Schmiede zu landen. Ach, du dummes Stück von... Das hasse ich, weißt du? Wenn du denkst, du hast es jetzt erreicht... Du bist weit genug von der Atmosphäre weg. Ja, Bullshit. Und dann schlagartig dreht sich dein eigener Planet da wieder in die Flugbahn. Ja. Ich glaube, da waren wir schon, oder? Das ist die Rettungskapsel. Ja, das ist die Rettungskapsel. Hier ist die Ausrichtung mit dem komischen Kristall. Ich will nur sicher gehen, das ist die eine Stadt, die wir schon erkundet haben. Okay, irgendwas hat es wieder erwischt, weil ich nicht richtig landen kann. Oh! Ich habe keinen Raumanzug an. Ich hatte nur...
Ich sag, hä, was ist denn das für ein Geräusch? Butterweicher Kaffee. Machen wir das Ganze nochmal. Diesmal können wir vielleicht auch besser landen. War jetzt nicht so... Im Musterbeispiel. Ja, du kennst das Problem. Passiert der Nase auch andauernd. Keine Sorge, ja, bin ich beruhigt. Ja, bin ich beruhigt. Die Landung oder dieses Anzug vergessen? Bin jetzt nicht sicher, was worauf du anspielst. Ja, ja, ist die gute Antwort. Okay, ich komme dem Planeten nicht mehr in die Quere. Sehr gut. Machen wir das gleich normal, nur diesmal richtig. Ich weiß, dass ich einen Schnellzugang über den Südpol habe, aber ich werde versuchen, über die Spalte reinzufliegen, um da drinnen nochmal neu zu navigieren. Ist einfacher. Seriously? So, haben wir diesmal den Anzug an? Anzug ist an, sehr gut. Ja, so viel kann da gar nicht kaputt sein. So. Auch interessant ist ja zu wissen... Ich glaube, ich hole den erstmal wieder hoch. Es wäre noch interessant, ob wir auch, wenn er so tief ist, da rein können, ne? Aber erstmal, glaube ich, hole ich den mir erstmal wieder hier hoch. Genau. Jetzt muss ich den da irgendwie... da wieder hoch. Was schon schwierig genug wird, wieder für sich alleine, aber... Hey, ich mag Herausforderungen. Okay, wir versuchen erstmal auf dieser kleinen Kante hier zu landen. Was schon mal nicht gut klappt. Hat vorhin besser geklappt. Ich wette, da gibt es bestimmt noch einen einfacheren Weg, aber den habe ich noch nicht gefunden. Okay, 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 okay. Also irgendwie was anderes finden. Ich kann mir vorstellen, dass das sicherlich mega... Sag mal, willst du mich verarschen, Spiel? Lass mich doch vorhin auf die Kanten setzen lassen. Na, Gott sei Dank.
Ah. Okay. So, hier waren wir das letzte Mal schon, aber hier haben wir den Sprung auch geschafft. Hier ist mein Schiff. Und ich muss irgendwie... Oh nein, jetzt sag ich, ich bin den ganzen Weg wieder runtergefallen, ne? Scheiße. Frage halt, ob ich das auch irgendwie anders erreichen kann. Oh, oh. Ja, gut, dass ich hier alles habe. Okay. How the fuck, warte mal. Das muss auch möglich sein. Kann ich da oben irgendwie landen? Ich glaube, die Antwort lautet einfach stumpf nein. Aber ich habe es probiert. Ich meine, man kann mir vieles vorwerfen, aber nicht, dass ich es nicht probiert hätte. Gabo, ja, dich will ich doch gar nicht. Ich bin übrigens, glaube ich, auch noch nie nach unten gegangen, oder? Machen wir vielleicht mal unten. Vielleicht kriegen wir da noch Informationen, die wir so sonst nie bisher gehabt hätten. Wie wär's denn damit? Was war das hier? Leerbezieher, guck mal. Hier waren wir auch noch nie. Machen wir doch erstmal wissen, was einfach ist. Weil das andere ist Pain. Und da gibt es bestimmt einen einfachen Weg. Und ich habe einfach nur den complicated as fuck shit rausgesucht. Ich sehe mich da schon. Ja, Sly, okay. Ah, zum Beispiel diese Geisterding. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich die loswerde, ne? Oder was ich dagegen tun kann. Auch noch so eine Sache, aber ja. So, wohin führst du mich? Okay, hier ist Sauerstoff. Was ist denn hier so alles? Hier muss doch irgendwas Interessantes sein.
Das gibt's doch hier nicht umsonst. Ah, Kodexe. Information. Oh, das ist sehr viel Text, glaube ich. Was sind überhaupt Festivals? Die guten Dinger. Alle Nomad-Clans und Nomads treffen sich an einem Ort, um ihre Kenntnis über Wissenschaft und Kunst auszutauschen. Man nennt es das Festival. Ja, okay. Ohne Musik ist es nicht das gleiche. Ah, danke schön dafür, Overlorder. Hm. Vielen lieben Dank. So, was haben wir denn hier? Lami, bei manchen Festivals bedeutet eine große Entdeckung eines einzelnen Clans einen Fortschritt für alle Nomai. Wie beispielsweise Anunas Warp kennen, der Langstrecken-Warps und noch weitreichende Erkundung überhaupt das möglich hat. Ich muss gerade schauen. Wir können nicht hingehen, weil wir hier festsitzen, aber Felix sagt, dass wir früher ebenfalls teilgenommen haben. Jeder Clan entsendet einen Festivalgesandten, die seine interessantesten Errungenschaften vorstellen soll. Unser Gesandte war Tschatsch. Ein einziges Festival konnte wirklich sehr lange andauern. Vergiss nicht, Festivals können alle finden alle 10 Jahre statt. Ja, aber, boah, Alter, 10 Jahre nur ein Festival, war aber nicht meins, ey. Ja, auf dem Boden damit. So, hier vorne war noch ein Kodex, den nehmen wir gleich mit. Boah, in VR kann ich mir das Spiel wirklich gut vorstellen. Ey! Ist das eine Sonde? Funny. Jo, tatsächlich, scheint ein Raumschiff zu sein von denen. Solanum. Entstehung des Universums. Niemand weiß, wie das Universum entstanden ist. Wir wissen aber wohl, dass es einst ein Ort unvorstellbarer Hitze und Dichte war. Als dieses Frühuniversum expandierte, kühlte es ab. Als es sich genug abgekühlt hatte, konnten sich Partikel verbinden und nach formten sich Planeten, Sterne und Galaxien. Seitdem expandiert das Universum immer schneller. Wenn man zu lange über einen Sachverhalt nachdenkt, bekommt man arge Kopfschmerzen. Das Universum wird sich weiter abkühlen und immer größer werden, bis eines Tages die Sterne das Leben ermögliche löschen. Dieser Gedanke ist furchterregend, aber auch Conny versichert mir, das würde nicht zu unseren Lebenszeiten passieren. Aber es wird passieren, eines Tages. Ja, okay, interessant. Ah, hier war das Ding, wo ich vorhin drin war, okay. Oberflächenintegrität noch mal 100%? Das wundert mich tatsächlich. Nein! Kack, Warp in die Weißlauchstation wieder. Ich meine, ja, wir kennen sie mittlerweile. Trotzdem Kacke. So, man möge sich drehen. So, wir sind gleich da. Man sieht das jetzt hier. Zack. Schwupp bin ich wieder. Wenn ich mich nicht täusche, müsste ich auf dem bröckelnden Krater sein. Ja. Oh, ich bin am Südpol. Das ist gut. Das bedeutet, hier gibt es nämlich nochmal den schnellen Weg nach unten. Aber... Au.
wenn ich mich nicht täusche. Guck mal, gut, dass wir dieses Loch mal gefunden haben. Das erspart uns nämlich echt viel Stress. So ist das, wenn man Löcher findet. Aber trotzdem. Ne, ihr seht, wir sind schon richtig. Hier ist auch mein Schiff mit allem drum und dran. Hier bin ich vorhin nach unten gewandert. Das heißt, ich kann da wieder hin, aber... Ich weiß halt noch nicht, wie ich mit dieser scheiß Geistermaterie umgehen soll. Da habe ich noch keine Lösung für. Genauso wie... ich weiß mittlerweile, dass es Anglerfische gibt. Also reale Anglerfische gibt und ich die in diesen Dornhainen habe. Aber ich weiß noch nicht ganz, was ich dagegen mache. Dazu muss ich erstmal das Skelett rausfinden, wie ich das auf dem Zwillingsriesen da gemacht habe. Seht ihr? Das ist Kacke. Oh, ein Codex! Nice! Wie hoch? Was passiert, wenn hier oben? Irgendwo mal hier oben waren irgendwo noch Sachen, wo ich Codex eingeben konnte. Ich habe Informationen! Ich muss Informationen lesen! Nur Informationen bringen mich weiter! Auch so das Geile an dem Game, ne? Dass einfach fucking Informationen alles sind in diesem Spiel. So. Warum ist ein neues... Warum wir ein neues Gefährt bauen sollten? Jeder nochmal klaren Kunde des Universums in seinem eigenen Gefährt. Das Gefährt ist das Herz jedes Clans. Es ist nicht übler für Nummer so lange an einem Ort zu bleiben. Nummer sind Wanderer und haben kein dauerhaftes Heim. Wenn wir ein neues Gefährt bauen würden, könnten wir unsere abenteuersuchende Lebensweise zurückkehren. Stellt euch nur die Orte vor, zu denen wir reisen könnten. Unser Clan säße nicht mehr in diesem Sternsystem fest. Wir könnten sogar andere Nomai finden, von ihnen lernen, so wie wir es laut Kullus nicht einst taten. Es ist bestimmt nicht schwierig, die nötigen Teile zu beschaffen, wenn wir aufhören, andere Dinge zu bauen. Wir können auch andere Gebäude zerlegen, wie die Türme auf Zwillingsasche, um Teile zu erhalten. Möglicherweise... müssen wir ein kleineres Gefährt bauen, obwohl unsere Gefährten normalerweise sehr groß sind. Wir könnten es später noch vergrößern, sobald wir Planeten mit mehreren Rohstoffen finden. Hilfreich wäre es auch, wenn wir nicht mehr so viele Dinge für die Suche nach dem Auge des Universums bauen würden. Ich habe Yareth gefragt und er meinte, wir verwenden sehr viele Ressourcen für das Projekt Zwillingsasche. Wir könnten auch ein Warpcan für Sprünge über weite Distanzen haben, wie sie in Gefährten üblich sind. Poke will einen sehr fortschrittlichen Warpcamp für ein anderes Projekt bauen. Ich bin sicher, wir könnten ihm das Gerät anschließen. Moment, wir könnten ihn an das Gefährt anschließen, damit wir reisen können. Poke ist sehr intelligent. Okay. Mhm. So, aber was habe ich denn jetzt davon?
Von hier bin ich gekommen, oder? Von hier bin ich gekommen, ja. Da oben war nichts, das heißt, ich musste hier runter. Ich versuche gerade noch einen Weg rauszufinden, wie ich was hier noch machen kann. Weil Orientierung ist ja manchmal etwas schwieriger hier. So, jetzt muss ich hier hoch. Hier war das. Und da hinten will ich ja eigentlich lang. Das heißt, ich will da lang? Bin ich gerade von da gekommen, habe ich gesagt? Meine Orientierung lässt hier etwas zu wünschen übrig. Ich habe auch das Gefühl, dass gleich wieder so Zeit ist für einen Cut, ne? Das Gefühl, wir haben hier alles aufgedeckt. Das ist auch nur ein doofes Gefühl. Kackgeistermaterie, ey. Ich geh da jetzt nochmal lang. Ich bin unschlüssig. Wie auch einfach der Raum da gefühlt. Doch, von da bin ich gekommen. Das Riedbeck. Wie der Raum auch einfach gefühlt da permanent gekreuzt wird. Gebogen wird durch die schwarze Materie. Jetzt muss ich noch rauskriegen, wie ich beim nächsten Mal da oben hochkomme. Weil ich habe nicht mehr viel Zeit, so viel weiß ich. Ich bin ziemlich am Arsch. Also sollten wir jetzt mal rausfinden, wie ich das nächste Mal hier oben reinkomme. Erstmal gehen wir hier raus. Also how the fuck, wie machen wir das möglich? Muss ich einmal hier wechseln? Dann hänge ich hier wieder fest in dem. Und dann bin ich hier und... Bam! Hä? Bin noch drinne. I don't get it. Ich bin da. Schwarzwaldschmiede. Jetzt geht die Melodie zwar wahrscheinlich wieder los. Zur Oberfläche. Ein bisschen Sorge, dass das da nicht wieder rauskomme. Ich frage mich halt, wie ich sonst hier hinkommen soll. Das ist jetzt gerade meine andere Invention. Hier ist halt scheiße. Und der hat zumindest die Möglichkeit, dass ich hier noch drauf gehen kann. Das heißt, okay, hier hab ich the possible way. Das ist, jetzt muss ich nochmal schauen. Oh, ist auf den Kopf gedreht, ne? Okay, check jetzt einmal ab, wo das zur Oberfläche geht. Ich habe die Vermutung, wo das rausführt, aber ich glaube nicht, dass ich den umdrehen kann, oder? Boah, wenn ich den flippen könnte, ne? Das wäre auch Gold wert. Das sind die Porter von den Nomai. Das habe ich schon... Genau, das wissen wir schon. Aber ich kriege hier auch keinen anderen Port hin, ne? Das wäre auch so Gold wert, wenn ich das hier drehen könnte. Ich habe an der Melodie schon gehört, dass der Zug vorbei ist. Aber hier kriege ich den Kollegen... Guck mal, hier ist er sogar aufgeladen jetzt. Wupp, einmal schnell umgeportet.
Am Rande des Universums habe ich mich nochmal hingeportet. Ganz lustig. Wir werden aber trotzdem sterben. Da kommt das Blaue. Ich hab's noch rausgezögert. Ja, machen wir nichts. Machen wir nichts. Da sind wir wieder gestorben. Aber hey, ich glaube, wir haben ein paar Dinge gelernt. Wir müssen auf jeden Fall um die Schmiede erkunden. Gut. Sehen wir in der nächsten Folge. Es ist aber auch gar nicht so einfach, da oben hochzuklettern, ne? Es ist ja auch wirklich ein Pain. Ich bin gespannt, ob es da einen schnelleren Weg geht. Oder ob ich einfach nur den wirklich möglichst umständlichsten Weg gehe. Ich weiß es noch nicht. Finden wir raus in der nächsten Folge. Macht's gut, euer Sly. Ciao.